Moin Leute, herzlich willkommen im November-Vlog. Und das erste Auto, was wir im November drehen, ist der Volvo V90. Der Kombi sozusagen, die Kombi-Version vom Volvo S90, den wir schon letzten Monat hatten. Und der sieht mal wieder echt schick aus. Also die Front der neuen Volvos, die sieht echt geil aus. Und ja, auch im Innenraum echt Top-Qualität. Schon fast wie die deutschen Premium-Hersteller. Und ja, jetzt geht's los. Slider-Aufnahmen, Innenraumaufnahmen und dann auf Patrick warten und die Voraufnahmen machen. Videodreh mit dem V90 ist vollendet. Wir sind im Büro und schneiden schon das Video. Wir haben eine richtig geile Timelapse produziert noch. Und Patrick ist jetzt auch da, schreibt gerade den Text für den V90 und das Video geht morgen schon online. Und was ist morgen dran? Achso, morgen Peugeot 3008. So, es ist schon wieder abends, es wird schon wieder dunkel und bevor ich oder wir schon wieder vergessen, euch zu zeigen, was wir heute gemacht haben, gehen wir mal kurz raus auf den Parkplatz. Und zwar, da steht er. Der Peugeot 3008, kurz Weißabgleich nachchecken. Da steht er, Peugeot 3008. Ey, ich muss echt sagen, normal bin ich kein so großer Peugeot-Fan. Aber das Auto ist echt geil. Ich kann mal kurz aufmachen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist der Innenraum, ziemlich abgespaced. Ziemlich große Tachoeinheit namens iCockpit. Und auch von hinten sieht er echt gut aus. Hat ein bisschen was, meiner Meinung nach, vom Evoque. Ja, oder? Ja, ein bisschen Coupé-artig. Ja, Video ist schon abgedreht. Wir gehen jetzt ins Büro, schneiden für euch. Und später machen wir noch ein, zwei Timelapse-Aufnahmen, wenn wir denn eine gute Location finden. Und heute Samstag, morgen kommt das Video schon. So, heute etwas stressiger. Patrick wechselt gerade Objektiv von der Sony. Denn, Stativ nicht vergessen. Dann heute drehen wir den Hyundai i20 Active. Aber wir drehen nicht nur den Hyundai i20 Active. Wir drehen auch noch das Audi A5 Coupé. Hier steht's. Das heißt für uns doppelte Arbeit an einem Tag. Wir müssen richtig Gas geben. Aber bis jetzt hat man gut in der Zeit. Mal sehen, ob wir es schaffen. Das schaffen wir auf jeden Fall, oder? Ja. Wir sind ja Profis. Richtig. So, kurzer Quick-Tipp für alle Leute, die selbst videomäßig unterwegs sind. Ich mache jetzt gerade einen Slider sauber. Und ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Die meisten machen nämlich immer nur die Schiene sauber. Das bringt aber nichts, weil auf den Rollen genauso viel Verschmutzung sein kann wie auf den Schienen. Das heißt, wenn ihr Slider sauber macht, immer ein Ende abschrauben, damit ihr den Dolly, den Sliderwagen abschieben könnt. Und dann habt ihr erstens mal Platz, die komplette Schiene sauber zu machen. Und ihr könnt noch die Rollen am Dolly sauber machen. Wenn ihr dann das Ende hier abgeschraubt habt, dann könnt ihr den Dolly so rausholen. Und dann sieht man auch schon hier unten die Rollen, auf denen die auf den Schienen laufen. Und die kann man auch nochmal justieren, sprich nach außen drücken, wenn die nicht mehr sauber drin laufen. Aber wenn ihr davon keine Ahnung habt, dann lasst das lieber jemand machen, der davon Ahnung hat, beziehungsweise bringt es irgendwo hin. Und wenn ihr einen Slider sauber macht, benutzt wirklich nur Mittel, die vom Hersteller freigegeben sind. Bei Conova, die machen auf der Seite Tutorials, wie man das sauber macht und benutzen da WD-40 und sagen, WD-40 ist perfekt dafür. Aber ich weiß nicht, ob das bei jedem Slider so gut ist. Deswegen informiert euch vorher beim Hersteller eures Sliders, mit was ihr den Slider sauber machen könnt. Aber ich denke mal, WD-40 ist eine gute allgemeine Alternative für sowas. Fettet nämlich und macht auch ein bisschen sauber. Und ja, dann habt ihr die Ruckler wieder raus. So, heute sind wir unterwegs im Audi Q2. Ein sehr farbenfrohes Auto. Wir haben hier eine rote Außenfarbe. Vielleicht sieht man es hier am Spiegel. Tango Rot. Und deswegen ist hier drin auch alles rot. Die Sitze und die Armaturen und so weiter. Wir haben leider scheiß Wetter. Es regnet. Nicht stark. So, es nieselt eigentlich nur. Aber das ist eigentlich noch ätzender. Deswegen müssen wir uns jetzt heute ein bisschen was einfallen lassen, wie wir das denn machen. Den Innenraum habe ich schon abgedreht. Und ich gehe mal jetzt stark davon aus, dass wir die Slider-Aufnahmen von außen
im Parkhaus machen werden. Und das werden wir wahrscheinlich halt Nacht machen, da da weniger los sein wird. Und wir dann eventuell eine Ebene ganz für uns alleine haben. Und ja. So, noch kurz von außen. So sieht er aus. Schicker kleiner SUV. Gefällt mir auch persönlich sehr gut. Und ja, ich denke aber, ich vlogge heute Abend noch ein bisschen, wenn wir dann im Parkhaus sind und dort drehen. So, wir sind jetzt im Parkhaus angekommen und testen natürlich hier mal die Lichtverhältnisse. Hier steht er. Daniel schaut, was die letzten Aufnahmen so geworden sind, ob das alles passt. Und ich finde, sieht hier gut aus, oder? Richtig gut sieht es hier aus, finde ich. Und, wie passt's? Sollte gehen. Sollte gehen, sieht gut aus. So, wir sind durch mit Q2 im Parkhaus, hat echt Spaß gemacht. Müssen wir mal wieder öfters machen im Parkhaus. Aber in 2 Tagen ist der F-Pace dran. Und da haben wir noch eine geilere Location als das Parkhaus. Also seid gespannt. Auf jeden Fall. So, kurzer Vlog. Heute ist der Jaguar F-Pace an der Reihe. Irgendwie ist der SUV im Monat. Und ich zeige euch noch mal kurz unser aktuelles Setup, mit dem wir filmen. Ich habe jetzt hier die GoPro an der Panoramascheibe. Die haben wir normalerweise nicht, außer wir haben eine Panoramascheibe. Dann machen wir die dran. Die Hauptkamera, die Sony, mit dem 2470 auf das Lenkrad und den Display gerichtet. Dann haben wir hier noch an der Scheibe eine GoPro, die ziemlich weitwinklig ist, damit man die Platzverhältnisse gut erkennt. Und hier hängt noch die Canon mit dem 14mm 2.8. Das dann, welche dann die Moderationskamera ist. So, Innenraum ist gemacht. Noch kurz eine Aufnahme von außen, damit ihr das Auto auch noch sieht. Jaguar F-Pace. Und Fahraufnahmen und so weiter kommt morgen. Und die Außenaufnahmen machen wir morgen an einem besonderen Ort, nämlich in der Saarmesse. Mal sehen, wie das so wird. Wir sind jetzt endlich in Saarbrücken und machen jetzt die Timelapse-Aufnahmen mit dem Jaguar F-Pace. Daniel stellt die Kamera schon mal ein. Wir suchen gleich noch eine zweite Location und wir sind mal gespannt, wie das aussehen wird mit den Regentropfen auf dem Video, da möglicherweise dann das Licht etwas anders aussieht. Und ja, aber es wird immer mehr Scheiße. So, wir sind jetzt endlich in der Halle der Saarmesse. Daniel ist gerade bei den Slideraufnahmen. Und mittig platziert der Jaguar F-Pace. Ziemlich groß die Halle. Guten Morgen Leute, wir sind unterwegs nach Stuttgart auf ein YouTube-Event und wir sind sehr gespannt, was uns da so erwartet. Also wir sind jetzt gerade in Stuttgart, hier in der, ich glaube, die größte Waschanlage Deutschlands. Ist schon krass, wie man hier abgefertigt wird, ne? Also man fährt hier rein, bezahlt, dann fährt man zum ersten, der spritzt ab, dann zum zweiten, der durch die Scheibe. Jetzt sind wir hier in der Waschstraße, war gerade, ich hoffe, man versteht uns, mit einem Projektor Aktivschaum auf der Scheibe projiziert. Sah echt witzig aus. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, 15 Euro hat es jetzt gekostet. Wie das Ergebnis dann gleich ist. Mal schauen. Wir können es jetzt nicht ganz so gut beurteilen, weil es gerade regnet. Aber es sieht ziemlich sauber aus, ne? Ja. Aber jetzt nicht irgendwie krasser als in einer anderen Waschstraße auch. Naja, auf zu YouTube. So, wir sind jetzt in Stuttgart. Mal sehen, ob es so ist wie in Berlin. So, wir haben jetzt unsere Namensschilder bekommen und irgendwelche Zettel, auf denen irgendwas draufsteht, was wir anscheinend später noch machen müssen. Die geben sich hier ein bisschen mehr Mühe wie Berlin, ne? Auf jeden Fall. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Wir müssen jetzt hier noch eine Nachricht hinschreiben. Schreiben wir. Saarland ist da Hashtag Motorwoche. Ja, hier Motorwoche. Gott, ist das, ja, gerne mal ab. Ist das schrecklich. Überall laufen sie mit den Vlog-Kameras rum. Also schlimm hier. Stuttgart von oben. Und da ist Spider-Man und Batman steht da. Ich weiß nicht, ob man den sieht. So, jeder, der Kollaboration will, jetzt mal seinen Kanalnamen schreien. Nee, also schon sehr. Man hört es schon. Ich bin in die Gruppe Harlem Shake reingekommen und jetzt müssen wir als
als Mannequin Challenge den nachstellen. Dafür gehen wir uns jetzt Ballons holen und dann geht's ab. So Leute, jetzt geht es noch runter in den One Table Club. One Table Club, hast du das nicht gehört? Das wird. Es ist ein Stripclub. Da gehen alle drauf zusammen. Genau, auf einen Tisch müssen wir alle drauf gehen. Wir haben wieder richtig coole Leute hier kennengelernt. Also für alle, die selbst irgendwie auf YouTube aktiv sind, die sollten definitiv die Angebote und Events von YouTube besuchen. Das lohnt sich immer. Und es gibt immer geiles, kostenloses Essen und Trinken. Hat man geiles Essen? Naja. Es geht, aber es ist okay. Moin Leute, wir sind heute unterwegs mit dem Kia Niro. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist super windig. Und das wird doch schon die letzte Sequenz sein vom November-Vlog. Denn es geht morgen schon auf die Essen Motor Show. Und die Vlogs von der Essen Motor Show gibt es dann in einem eigenen Video. Und es gibt auch ein normales Video zur Essen Motor Show. Kommt dann wahrscheinlich auch Ende November, Anfang Dezember. Und wir haben zuerst den 24. Aber nach der Essen Motor Show ist für November erstmal nichts mehr geplant. Deswegen ist das wahrscheinlich die letzte Sequenz und wir sehen uns im Dezember.